nicht zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, aus welchem Umfeld Sie kommen. War der Tag anstrengend? War es sehr laut? Oder kommen Sie aus einer ganz gechillten Situation, wo Sie sagen, ach, der Abend jetzt, dann klingt alles so aus. Ich habe keine Ahnung. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen so ein bisschen, ja, uns alle ein bisschen sammeln. Und gucken, warum sind wir eigentlich hier? Wir wollen Gott loben. Und wir sind da, um Jesus die Ehre zu geben. Und nach der langen Zeit, wo wir nicht singen durften, freuen wir uns sehr, dass wir alle wieder mitsingen können. Und ich hoffe, wir haben so Lieder ausgesucht, die auch für Sie passend sind. Wir singen jetzt ein paar Lieder hintereinander. Michael wird es begleiten. Und danach fahren wir dann im Programm fort.
gerne mit uns beten. Herr Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Danke dafür, dass du ein Anlaufpunkt bist. Danke dafür, dass wir hier sein können. Danke, dass du uns beschenken möchtest. Danke dafür, dass wir vor dir uns nicht verstecken müssen. Und dass wir bei dir immer wissen, du bist da. Du hast Zeit. Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, auf dich zu hören. Danke dafür. Du bist hier in unserer Mitte. Wir beten dich an und preisen dich dafür. Amen. Wir haben Lieder gesungen, in denen wir bekannt haben, dass wir im Auge des Sturms bewahrt sind. Dass wir viele Gründe haben, Gott zu danken. Dass wir keine Ahnung haben, wohin wir sonst gehen könnten, außer zu Gott. Aber wie sieht mein Alltag aus? Wie sieht Ihr Alltag aus? Lebe ich so? Ich denke, hier gibt es heute Abend wahrscheinlich keine und keinen, der oder die nicht sagen könnte, ich fühle mich alleine. Ist da überhaupt jemand? Ist da jemand, wenn Sie vielleicht abends alleine vorm Fernseher sitzen? Wenn Sie keinen haben, den Sie mal eben anrufen können? Oder wenn Sie vielleicht einen Menschen loslassen mussten, der Ihnen ganz viel bedeutet hat? Ist da jemand? In den vielen Monaten der Pandemie oder in dem Krieg in der Ukraine, ist da jemand? Vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema für einen Lobpreisabend. Aber hören Sie selbst.
Lied haben wir uns bei Adel Tawil ausgeliehen. Ich denke, der ein oder andere von Ihnen wird es auch schon mal gehört haben. Ist da jemand? Die Frage haben sich sicherlich schon Generationen von Menschen gestellt. Wir sind nicht die Ersten. Wo ist mein Gegenüber? Auf wen kann ich zählen, wenn es mal eng wird? Wer versteht mich auch ohne Worte? Wer kann mir helfen? Genauso haben die Menschen auch die Erfahrung gemacht, da ist jemand. Da ist jemand, der mein Herz versteht. Da ist jemand, der keine Worte braucht. Eine ganz alte Geschichte. In den Straßen von Jerusalem saß ein Bettler. Er hatte gehört, Jesus von Nazareth in der Stadt, ist er in der Stadt unterwegs. Er konnte nicht sehen, aber er wusste ganz genau, dass er Hilfe brauchte. Er hat sich gefragt, ist da jemand, der mir helfen kann? Und er hatte den Mut, seine Hilflosigkeit rauszuschreien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und seine Bitte wurde erhört. Jesus blieb bei ihm stehen und half ihm aus seiner Not. Da ist jemand. Die Bibel macht uns ein Versprechen. In Psalm 50, Vers 15, da heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Thank you.
Job brachte ihm viel ein und Respekt hatten die Leute auch vor ihm. Aber sein Herz war traurig. Er wusste ganz genau, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das ist nicht okay. Er suchte nach Hilfe, nach jemandem, der sein kaputtes Inneres wieder heil machen konnte. Er wählte eine etwas unkonventionelle Methode, um eine Begegnung möglich zu machen. Er schaute von oben herab und sah, wie Jesus zu ihm hinaufblickte und die entscheidenden Worte sagte: Zachäus, komm schnell vom Baum runter. Ich möchte heute für dich da sein und dein Leben in Ordnung bringen. Zachäus hatte es gehofft und nun wurde es wahr. Da ist jemand, der noch an mich glaubt. Und die Bibel verspricht uns, dass die Veränderung dauerhaft ist. Da lesen können wir nämlich in Galater 2 lesen: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. This is
viel von dem aus, was ihr bisher gehört und miteinander überlegt habt. Es ist ein Gebet. Und dieses Gebet wollen wir jetzt miteinander lesen. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deine Gegenwart entrinnen? Flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nimm ich die Flügel der Morgenröte oder wohnt am äußersten Meer? Würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten? Bette ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht, um mich her Nacht zu werden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass das mich so gereicht und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar ist deine Werke, das weiß ich wohl. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Weg liege, und führe mich den Weg zu ewigem Leben. Amen.
der eigentliche Lied ist, das konnten wir aber alle nicht und das haben wir dann auch nicht mehr versucht zu lernen. Da möchte ich Ihnen den Text aber gerne vorlesen. Du bist der Kern, um den sich alles dreht, der Mittelpunkt, der fest im Strudel steht. Du bist die Sonne, um die alles kreist und die die kleinen Lichter auf die Plätze weist. Du bist der König, der in Raum und Zeit die Tür geöffnet hat zur Ewigkeit. Du Gottessohn, der für mich blutend stirbt, mit seinem Leben um mein Lieben wirbt. Du bist die Zuflucht, wenn hier alles schwimmt, wenn Zeit und Lebenskraft umsonst verrinnt. Bist der, der auffängt, trägt und weiterführt, der meine Armut heilend liebevoll berührt. Du bist der Zielpunkt meiner Sehnsucht, Herr, und ohne dich fände ich den Himmel leer. Du bist die Hoffnung, die hier greift und zeigt, wie man mit Herz im Himmel fröhlich auf der Erde bleibt. Jesus, Herr und Gott, staunend stehe ich, staunend sehe ich, Retter, liebender, vertrauter Freund, ich bete dich an. Amen. Ist da jemand? Diese Frage war die Einladung zu dem heutigen Abend. Da ist jemand. Mit diesem Versprechen gehen wir jetzt nach Hause. Und in der Bibel heißt es, siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis es mit dieser Welt einmal zu Ende geht. Das ist ein tolles Versprechen, was Jesus uns da gibt, oder? Wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten kommt. Wir wissen auch nicht, was in den nächsten Tagen kommt. Wir haben es nicht in der Hand. Aber wir dürfen mit der Gewissheit aus dem Abend gehen, da ist Gott, der mit uns geht. Und sein Segen möge jeden von uns begleiten. Mit einem letzten Lied möge Gottes Segen mit uns sein. Amen. Was ist das letzte? Möge Gottes Segen.